Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir haben letztes Mal Pulpodeva zurückgeholt und Odessus verloren. Dann haben wir das da, also die Titanen, ausgehoben, falls er nach unten geht. Und jetzt, ja. Tschüss. Ich weiß nicht, ob er dann die Elefanten verliert. Ach, gut. Super. Sehr gut. Gut, 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 gut. Was habe ich denn jetzt verloren? Ich mach mal noch mal die Schildträger. Ja. Schildträger, weil ja, ich habe sehr viele Fernkämpfer, aber nicht wirklich Verteidigungslinien für sie. Also Kavallerie ist nicht wirklich Verteidigungslinie. Die sind fast wieder geheilt. Wie lange brauchen die? 4. Hopliten. Die gehen vor. Oh. Oh, hallo. Die beobachtet die mal. Ja, ein bisschen Armeesabotage geht ja in dem Fall auch. Oder auch nicht. So. Ja, ich kreise mal hier mit meinen Spion rum. Die Dämonen. Der Lady. Ja, naja, östlich bin ich fast nicht mehr. Ja, weißt du was, ich plünder mal hier einfach. So. Mit denen mache ich dasselbe. Oh. So. Mit denen habe ich ja momentan keinen Krieg. Ich glaube, es ist am klügsten, mit denen hier hochzugehen, damit wir Pergamon so schnell wie möglich rausschmeißen. Wieder politische Partei, Siedlung verloren, Haushalt erweitert sich. Bla bla blub. Gruppen rekrutieren, ja, das ist alles schön und gut. Genau, der hat was bekommen, aber der bekommt von mir nichts. Ich will die alle verheiraten. Deswegen schaue ich, also befördere ich sie. Und ja, dann kann ich sie verheiraten. Also man braucht halt gewissen na
gewissen Einfluss, um heiraten zu können, was komisch ist. Aber egal. So. So. Uiuiui. Mein Stammbaum ist halt auch ziemlich heftig schon. Also ziemlich groß. So. Junge, Junge. Ja. Dadurch, dass ich ja so viel darum gemacht habe, also mit den ja, befördern. Wenn ich das erste Mal mache, dann oder hier ganz oben steht schon -2 Loyalität für alle anderen Parteien. Und das habe ich jetzt bei fast allen gemacht. Deswegen stehen wir bei denen jetzt auch auf minus 34. So. Ja, der schlupft da einen Schlupf zu einfach da durch. Ist aber nicht gut. Sollen wir auf ein anderes? Ja, sollen wir. Erst greifst du mich an und dann eroberst du was und dann willst du was zurückhaben, ne? So wollen wir es haben. Die Liebe. Ja, bla bla bla. Mein Herr erwartet das jetzt. Ja, ich aber nicht. Rang erhöht, Held, General, sehr schön. Forschung abgeschlossen, Tochter wird, und eine solche. Ja, aber der ist ja egal. So. Dann gehst du mal nach Alexandria. Nein, noch nicht. Entschuldigung, noch nicht ganz. Du musst, nicht. Ja, Alexandria Arachosia. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. So. Der ist halt ja schon 58, ne? Der wird auch nicht mehr lange da sein. Uiuiui. Baukosten weniger. Handels- und Zolleinkommen. Verstärkungsrate. Ich mache die Verstärkungsrate komplett jetzt. Die ist am wichtigsten gerade. So. So. Du hast irgendwas gesagt von wegen, wir wollen Frieden. Ich weiß warum. Mal schauen. Wieso? Ah, na gut, dann kämpfen wir. Also ich mach's eigentlich, also automatisch mache ich immer gerne, wenn's über 80% sind. Und wenn, ich weiß, dass ich mehr Verluste hätte als er. Also zum Beispiel, wenn. Ja, dann mache ich es halt beim Nebel. Bei Belagerung, bei befestigten Belagerungen mache ich es gerne. Aber. Ja. So, die
Kavallerie kommt hierher. So. Er stellt sich ja voll oft so, so komplett komisch auf. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Eure Befehle? Wir erwarten eure Befehle! Bitte Vollmarsch. So, da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich 30% Verluste haben. Wie viel sind es von uns? Ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten wir haben. Na, ich bin kein guter General. Jetzt kommt da. Nahkampfgruppen erwarten Befehle. Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Oh, so eine Überraschung. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Die Makedonier sind bereit. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, der Charge jetzt in den Rücken. Bitte Vollgas machen, gell? So, die gehen raus. Ja, die gehen dann mal weiter. Die gehen mal hier hin. Die Pikiniere können sich auch. Zum Einsatz. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Eure Befehle? Bereit zum Einsatz. So, sehr schön. Schnelles Marschieren! Königliche Peltasten! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit loszureiten! In Teilenreiterei! Die Makedonier sind bereit! So, ihr seid jetzt raus da.
So. Königliche Leinenpanzer schwirrt jetzt. Ah, der ist ja immer noch da. Königliche Peltasten! Diese. Diese Plänkler-Kavallerie ist halt. Ist ja echt ein bisschen nervig immer. Ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Feldtasten! Schnell bohren! Schnelles Maschinen! In Teilen rein, rein! Fertig? Fertig. Zwar. Fertig? Fertig. Tja, bald kannst du nicht mehr laufen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh nein, du kannst nicht mehr laufen. Das ist ja schlimm. Ja, jetzt kommt die schwere Kavallerie und zermalmt euch. So. Da kommt unten erwartet Befehle. Tot. So. Fertig? Ja, fertig. Zu Befehl. Gut. Ready. Und der hat gesagt, irgendwas 70 oder so. 70%. Ja, gut. Ja, 155. 158 von 2100 sind irgendwas 5%? Bisschen über 5%, glaube ich. Ja, komm. Sehr schön. Geschossschaden. Hier mit Speeren. Erfahrungsrang für Rekruten mache ich. Du wirst ein Kommandant. Du hast ja schon Moral ziemlich hoch. Die da gehen jetzt in Rente. So. Wie sieht's denn aus? Wie mag mich eigentlich der Typ jetzt? Nicht mehr ganz so gut. Ja, okay. Dann warte ich noch 2 Runden und dann greife ich Pergamon an. Stimmt, jetzt sind die ja hier, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die gehen jetzt mal dahin. Und du, keine Ahnung, kannst du alleine weiter? 9. So. Minus 20 plus 20. Ja, komm. 87. Passt. Bam. So, dann mal hier alles weg. Wir machen hier mal ein bisschen Zivilisiertes. Hier Tempel. Das können wir in den umändern. So. Super. Dann hier, was machen wir hier?
Hier machen wir mal das. Hier machen wir das. Ja, wobei das Pan. Hier. In Pan brauchen wir das nicht mehr. In Sarai. Nee, Sarai braucht es nicht. Ah, hä? Das ist ja ärgerlich. Fischerei. Ich habe null Nahrung. Das ist ein bisschen blöd. Gut. Ah, stimmt. Wir haben ja einiges an Erfahrung bekommen. Das machen wir so. Das machen wir so. Wo gehst du lang? Du schaust mal hier, was der da noch hat. Du, ja. Du schaust mal hier. Du, wo bist du gerade? Du bist da. Ihr seid ja alle in der Gegend hier. Die Stadt habe ich noch nicht gefunden. Du kommst weiter her. Armeesabotage, bestechen. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Du bekommst noch was. Ja. Nahkampfangriff. Und das war's. Ja, der bekommt auch nichts. Okay. Das wird eine interessante Schlacht, die wir die nächste Runde machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.